Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr hört es bestimmt schon, meine Stimme ist ziemlich kaputt, ziemlich down. Und zwar bin ich zurzeit mega krank. Ich habe diese Krankheit, die wir alle seit 2 Jahren lieben. Fängt mit C an, endet mit A. Die letzten 5 Tage, mir ging es richtig schlecht und heute geht es mir etwas besser. Ich habe immer so Up und Downs und zurzeit, also jetzt gerade seit 10 Minuten, geht es mir teilweise gut. Und ich dachte, vielleicht nutze ich die Zeit und nehme ein kleines Video auf, weil ich habe ja letzte Woche schon nichts hochgeladen, weil ich habe eine kurze Pause gebraucht. Jetzt hätte ich sie wirklich gebraucht, aber 2 Wochen lang kein Video hochzuladen. Auf jeden Fall geht es heute um bin ich noch gut in und heute Black Ops 4 als Bestrafung, wenn ich es nicht schaffe. Eine ganze Zitrone mit Schale Sneak und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro. Ey, ich komme hier rein, leg die CD ein. Welches Spiel, Black Ops 2? Bin ich recht, trotzdem am Mike. Black Ops 2 bleibt immer live. Liebe dieses Spiel mehr als jede Bitch. Du fragst warum, ey, warum nicht? Modern Warfare mag ich nicht. So, da sind wir wieder back in dem guten alten Black Ops 4. Immer noch meiner Meinung nach ein sehr gutes COD. Wurde zu stark, zu unrecht gehatet. Eins der letzten guten CODs. Eigentlich das letzte gute COD. Richtig gute COD. Allein die Waffen, hier die DLC-Waffen und so. Die Saug, eine krasse Waffe, die von Anfang an drin war, also keine DLC-Waffe. Und ja, ich glaube, ihr wisst Bescheid. 25 Kills, ich habe 3 Runden Zeit, TDM. Und dann suchen wir mal die erste Runde. Wichtig ist, dass es volle Runden sind, keine Hacker. Gut, in Black Ops 4 gibt es jetzt eigentlich keine Hacker. Mal gucken, ob ich eine volle Runde finde. Wenn nicht, dann muss ich die hier sneaken. Marokko war eine Map, die ich auf gar keinen Fall gemocht habe. Mal gucken, ob die Runde schon fertig ist oder zur Hälfte. Wenn sie noch am Anfang ist, dann muss ich sie spielen und das ist dann meine erste Runde. Ja, okay, die Runde ist schon bei der Hälfte. Aber die nutze ich dann noch kurz mal, um mich ein bisschen einzuspielen, weil ich hab jetzt die letzte Zeit, lag ich nur im Bett. Und jetzt wieder hier im Controller zu sitzen, ist ganz komisch für mich auf jeden Fall. Aber ich denke mir auf jeden Fall, dass ich das schaffen sollte, weil Black Ops 4 war auf jeden Fall ein COD, wo ich gut drin war. Was ist los? Warum geht mein Stick nicht? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt spielen werde, weil ich ja krank bin. Vielleicht schlechter. Direkt Triple Kill, Digga, was war das hier? Bin komplett irgendwie verbrannt. Hab 6 HP. Kann mich natürlich nicht healen. Sag mir nicht, er hat mich aus Versehen geholt. Digga, was ist das? Ey, aber Black Ops 4 mal wieder zu spielen, auch einfach nice. Weil das ist wirklich ein echt gutes Spiel. In Black Ops 4 gibt es ja auch das Ekia-System. Das heißt, Assists werden als Kills gezählt zum Beispiel. Ja, was eigentlich auch sehr wichtig ist bei so einer Challenge. Aber ey, mit der Saug ist teilweise wieder da. Auch mit Corona. Einfach Movement am Start. Ey, meine halben Runde 17 zu 8, dafür, dass ich krank bin, eigentlich ganz okay. 17 zu 8 für die erste, was heißt erste Runde, es war nicht mal die erste Runde. Ey, wenn ich jetzt die volle Runde spiele, schaffe ich es direkt, das ist auf jeden Fall sehr nice, wenn ich das direkt schaffe. Weil, ja gut, man muss auch dazu sagen, BO4 ist das aktivste COD, was ich spiele. Wenn ich mal was spiele, dann entweder Fortnite oder halt Black Ops 4. Aber ich zocke ja so oder so sehr, sehr wenig zurzeit wegen Schule und so. Und ja, weil ich krank bin. Mal gucken, welche Map wir bekommen. Geil wäre auf jeden Fall, wenn wir jetzt sowas wie Firing Range oder Grind bekommen. Grind. Ja, ich glaube, die Runde schaffen wir safe. Wenn jetzt natürlich nicht alle rausgehen, korrekt an alle, die jetzt gerade rausgehen. Ich küsse doch euer Nacken. Och nö, die gehen halt wirklich alle raus. Nehmen wir natürlich mal den Ruin direkt. Mal gucken, wie die Lobby ist. Ich glaube, diese Runde schaffen wir es safe. Ja, okay, na, okay. Es geht, aber... es geht. Oh, oh. Push. Korrekt. Ich merke direkt, das sind schon so kleine Abfucker-Tryhards, vor allem der. Da sind zu viele hier gerade.
richtige Stelle. Ja, dieser eine mit der Vespa macht mir auf jeden Fall krass Probleme. Auf jeden Fall, wenn es nicht läuft, dann müssen wir die VMP rausholen. Kurz mal auf die F***e gehauen. Ein auf Kufen TV. Hast du Gina geschlagen oder hat Gina gelogen? Alter, man merkt auf jeden Fall mein Aim. Nicht so schmeckhaft. Jo, auf die Range wird das auch schwierig. Range, chilliger. Jetzt pusht der. Jetzt kurz warten. Da müsste noch ein Satz bauen. Direkt. Und die meisten denken so, boah, eine Zitrone essen ist gar nicht so schlimm, aber ich bin bei Zitronen, ich kann das einfach nicht. Leute sneaken bei mir einfach so Zitronenscheiben, ich kann das gar nicht. Ja, die Sauge ist so geil. Die Sauge ist so geil. Die Sistele Urdera ausgeschnitten und gerne auf die Gerwergewaltigung. Ja, komm, push. Nein, push doch nicht. Das wäre Selbstmord, jetzt reinzurennen. Hier muss einer kommen. Aber Grind einfach auch eine sehr, sehr geile DLC-Map. Aber was heißt DLC-Map? Hier war sie umsonst, aber für mich ist sie für immer als BO2 DLC-Map in Erinnerung geblieben. Und haben wir es geschafft. Ist leider eine Niederlage, aber wir haben es geschafft. 27 Kills. Ich glaube, in Black Ops 4 ist es auch eigentlich am leichtesten. Aber deswegen habe ich es auch heute gespielt. Ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, richtig krass schwitzen. Aber 27 zu 22 geht auf jeden Fall viel, viel besser. Aber dafür, ja, dass ich gerade übelste Kopfschmerzen, Fieber und alles habe, geht es auf jeden Fall klar. Dann würde ich sagen, diese Zitronen muss ich nicht essen. Wegen dem Greenscreen sieht die so komisch aus. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Danke fürs Zusehen. Frohes Neues. Vielleicht ein bisschen zu spät. Aber ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.